Angestellte haben eine ganze Reihe von Pauschalen, wie zum Beispiel die Werbungskostenpauschale. Was bedeutet das? Angestellte können tatsächlich 1230 Euro, zumindest im Jahr 2023, als Kosten ansetzen, ohne irgendetwas nachweisen zu müssen und unterm Strich auch ohne tatsächlich Kosten haben zu müssen. Als Selbstständige muss man jedes einzelne 1- und 2-Euro-Ticket im Nahverkehr einzeln sammeln und einzeln in der Buchhaltung angeben. Wäre es nicht wahnsinnig schön, wenn man auch als Selbstständiger so etwas hätte wie eine Betriebsausgabenpauschale. Das heißt, dass man einfach pauschal Kosten ansetzen kann und dann keine Belege sammeln muss und sich auch sonst keine Gedanken über die Buchhaltung machen zu müssen. Das gibt es tatsächlich, aber nur für einige wenige Berufsgruppen. In diesem Video schauen wir uns einmal an, welche Berufsgruppen eine Betriebsausgabenpauschale ansetzen können und wie hoch sie jeweils ist. Es gibt 6 Berufsgruppen, die sowas wie eine Betriebsausgabenpauschale haben. Und zwar einmal hauptberufliche, selbstständige Schriftsteller und Journalisten, Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller im Nebenjob, das heißt mit einer selbstständigen Nebentätigkeit, nebenamtliche, also auch nebenberufliche Lehr- und Prüfungstätigkeiten, Hebammen, Tagesmütter und Berufskraftfahrer. Diese Berufsgruppen schauen wir uns jetzt einmal Schritt für Schritt an und besprechen, wie viel Kosten sie pauschal ansetzen können. Hauptberufliche Schriftsteller und Journalisten können 30% ihres Umsatzes als Betriebsausgaben buchen. Pauschal. Aber nur bis zu einem Höchstbetrag von 3.600 Euro, wobei diese 3.600 Euro auch erst ab dem Veranlagungszeitraum 2023 gilt. Das heißt, bei den Steuererklärungen bis zu 2022 gilt der Maximalbetrag von 2.455 Euro. Und wenn wir uns da einfach mal ganz konkrete Zahlen anschauen, dann werden wir direkt sehen, dass diese Betriebsausgabenpauschale gar nicht so attraktiv ist. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass ich als hauptberuflicher Schriftsteller einen Jahresumsatz von 25.000 Euro haben. Das klingt jetzt schon mal gar nicht so wahnsinnig viel. Davon kann ich 30% als Betriebsausgabenpauschale absetzen. 30% von 25.000 Euro sind 7.500 Euro. Allerdings darf ich diese 7.500 Euro nicht absetzen, denn ich darf halt maximal nur 3.600 Euro absetzen. Das heißt, unterm Strich bleibt mir nur eine Pauschale von 3.600 Euro. Meine pauschalierte Buchhaltung sieht also folgendermaßen aus. 25.000 Euro Umsatz minus 3.600 Euro Betriebsausgabenpauschale ist ein Gewinn von 21.400 Euro. Das heißt, diesen Gewinn muss ich dann versteuern. Kommen wir im nächsten Schritt zu den ganzen nebenberuflichen Selbstständigen. Und zwar zu den nebenberuflichen Wissenschaftlern, Künstlern, Schriftstellern, aber auch die nebenberuflichen Lehr- und Prüfungstätigkeiten. Diese Berufe können 25% ihres Umsatzes als Betriebsausgabenpauschale absetzen. Aber auch das ist leider gedeckelt auf 900 Euro im Monat. Auch das gilt erst ab dem Veranlagungszeitraum 2023. Das heißt, bis zur Steuererklärung 2022 gilt sogar nur 614 Euro. Wir merken also, durch die Deckelung, also diesen Maximalbetrag, ist das Ganze ziemlich unattraktiv. Übrigens kannst du bei diesen Tätigkeiten die Betriebsausgabenpauschale nur dann nehmen, wenn die Einkünfte nicht als Übungsleiter-Freibetrag steuerfrei sind. Wenn du nicht weißt, was der Übungsleiter-Freibetrag ist, dann schau dir einmal das Video an, was ich dir oben rechts verlinkt habe. Das Ganze ist vielleicht für dich attraktiver. Damit kommen wir zur nächsten Berufsgruppe und zwar den Hebammen. Hebammen dürfen 25% von ihrem Umsatz als Betriebsausgaben pauschal ansetzen, aber auch das ist wieder gedeckelt und zwar auf 1.535 Euro. Das heißt, auch hier ist der Maximalbetrag äußerst niedrig. Und damit kommen wir zu den Berufen, bei denen diese Betriebsausgabenpauschale tatsächlich finanziell deutlich attraktiver ist. Und zwar als erstes Tagesmütter. Tagesmütter können pro Vollzeitkind, also 40 Stunden, 400 Euro pro Monat als Betriebsausgabenpauschale buchen. Bei einer kürzeren Betreuung wird es anteilig gekürzt. Da galt übrigens 300 Euro bis zum Veranlagungszeitraum 2022. Das heißt, die 400 Euro gelten erst ab 2023. Aber hier reden wir über eine Monatspauschale. Das heißt, 400 Euro pro Monat sind 4.800 Euro pro Jahr pro Vollzeitkind. Und dieser Betrag ist tatsächlich nicht gedeckelt. Das heißt, für Tagesmütter ist diese Betriebsausgabenpauschale eine wirklich interessante Möglichkeit, seine Buchhaltung deutlich zu vereinfachen. Und damit kommen wir zur letzten Berufsgruppe, und zwar Berufskraftfahrer. Angestellte und selbstständige Berufskraftfahrer haben eine Pauschale von 8 Euro am Tag. Diese 8 Euro sollen Gebühren abgelten, die dir entstehen, wenn du mehrere Tage unterwegs bist und quasi in deinem LKW übernachtest. Das heißt Parkgebühren, Abstellgebühren und so weiter. Diese 8 Euro kannst du tatsächlich pauschal dafür absetzen. Was du als Berufskraftfahrer auf
auf jeden Fall im Blick haben solltest und was du zusätzlich verwenden kannst, sind die Verpflegungsmehraufwendungen. Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen kannst du immer dann absetzen, wenn du länger als 8 Stunden unterwegs bist, was du als Berufskraftfahrer ja in der Regel bist. Das heißt, du kannst neben diesen 8 Euro pro Tag tatsächlich auch noch die Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand absetzen. Das waren die möglichen Betriebsausgabenpauschalen, die du als Selbstständiger geltend machen kannst. Wenn du in keinen der Berufsgruppen arbeitest, die ich genannt habe, dann hast du leider diese Möglichkeit nicht. Und wenn du jetzt beispielsweise Journalist, Schriftsteller oder Hebamme bist und sagst, naja, schön und gut, mit diesen Maximalbeträgen lohnt sich das Ganze für mich ja gar nicht. Ich habe ja viel mehr tatsächliche Kosten. Dann musst du tatsächlich auch nicht diese Pauschalen nehmen. Du kannst jederzeit, auch wenn du zu diesen Berufsgruppen gehörst, immer auch eine richtige Buchhaltung machen. Das heißt, du kannst auch immer deine tatsächlichen Kosten ansetzen, aber dann musst du tatsächlich, wie alle anderen Selbstständigen auch, deine Belege sammeln und sie dann entsprechend erfassen, um deinen Gewinn zu ermitteln. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und dir deine Frage zum Thema Betriebsausgabenpauschale beantworten. Wenn ich sie nicht beantworten konnte oder du jetzt eine nächste Frage hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du dich in deiner Selbstständigkeit gerne auf dein Business konzentrieren möchtest und dich nicht mit Buchhaltung und Steuern herumschlagen möchtest, dann such dir doch einfach einen Steuerberater. Meine Empfehlungen für spezialisierte Steuerberater findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch hier. Aber wenn du ein wenig Zeit hast, könntest du auch noch die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.